Und wir haben seine Seele. Okay. Ja, war jetzt natürlich ober lame, wenn man einfach mit Items das immer macht. Aber okay. Wir haben ihn besiegt. Okay, und wir haben jetzt die Tod... Oh, erstmal heilen. So, ich gehe trotzdem zurück speichern. Definitiv. So, jetzt haben wir hier die Todseele. Greift Gegner mit Sicheln an. Okay. Achso, ich glaube, das sind diese kleinen Dinger, weil die Hexe, das ist ja, wenn ich R drücke, sind das ja so eine permanenten Zauber, sag ich jetzt mal. Und wenn ich den R drücke, dann kommen, glaube ich, überall so eine kleine Sicherung, aber das finde ich jetzt ein bisschen doof. So, Flugrüstung wieder. Speichern. Alter, das hat aber. Alter, das lange gedauert. So, zack. Also, wo wir jetzt schon so viel Stress gemacht haben. Also, immer dran denken, Items holen. Und wenn ich den nächsten Beamer habe, werde ich vielleicht gleich wieder voll machen, die ganzen Heilungsdinger. Hui! Jetzt erstmal gucken. Ah, eine neue Fähigkeit. Kann unter Wasser laufen. Alles klar. Und hier kann ich aus dem Fenster raus, oder was? Okay. Jetzt können wir unter Wasser laufen. Ist das nicht großartig? Was soll ich jetzt hier machen? Was ist das hier für ein Raum? Was ist das hier für ein... Was soll das? Ihr könnt einfach auf dem Balkon stehen. Ach, würde mich freuen. Ja, danke Leute, Dankeschön Leute, war jetzt aber wirklich nicht, nicht so überragend, ne? Weil das war doch ein bisschen lame am Ende. Aber schaut mal Leute, wir haben 56% des Spiels. Alter, hat nicht gerade sogar irgendwie allein den Tod zu besiegen fast 6% gegeben? Weil ich habe vorhin zwischendurch mal geguckt, da war auf jeden Fall... hat mal 50%, weil wir im Raum vom Tod waren. So, so, so. So, stirb. So, okay, in einer Viertelstunde haben wir 0 Uhr, ey. Ich weiß nicht, ob man dann einfach mal eine Pause macht oder halt, wie gesagt, denn, ob man denn für heute dann erstmal Schluss macht. Dann machen wir beim nächsten Stream das nochmal weiter. Ich hab den Tod getötet, ja. Da kannst du dir das vorstellen, wir haben den Tod ausgetrickst. Ach ey, Bill und Ted. Hey Leute, wir haben den Tod ausgetrickst. Hier ist ja noch Geld. Gib mir das Money, Mann. Her mit dem Geld. Das habe ich mir verdient. So. Jetzt muss ich echt den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Bis zu der Stelle, wo ich dann auch wirklich das schon benötige, unter Wasser zu laufen. Olle Habie, die will mich doch tot sehen. Dum, bum. Hua, hua. Ach, ich bin zu schwach. Dafür bin ich zu schwach. Autsch, voll die Stacheln. Hallo. Dum, ba, dum, bum. Oder natürlich, genau hier kann ich ja auch. Das ist durch so eine Abkürzung da unten hin. Okay, dann mach ich das einfach mal. Seelen. So, Schooler kann unter Wasser laufen. So, dann kann ich jetzt einfach so. Knacks! Wow! Kann ich die Dinger töten? Ja, okay, kann ich. So. Okay, sehr krass. Sehr, sehr krass. Könnte mal sowas kommen wie neuer Beamer oder so? Aber wie schön das hier immer alles. Wie schön das hier alles aussieht. Stachel! Schleudert Minen in die Luft, die am bestimmten Abständen. Die in bestimmten Abständen explodieren. Geil. Wow! Yes! Die Olle tot. So, verdammt, hier gibt's. Verdammt, es sieht hier beides gleich aus. Links oder rechts sieht beides gleich aus. Na toll. Okay. Ha! So, haben wir wieder so einen komischen ollen Raum, wo nichts ist. Oder täuscht das? Ne, ich kann ja. Kann ich hier runter? Oh! Aber nö. Hier scheint nichts zu sein. Also Dragon Killer 90, ja, es ist auch noch irgendwann ein. Ja, so halt ein Banjo-Kazooie-Marathon geplant. Den müsste ich auf jeden Fall auch in so einer Zeit wie jetzt. Wann haben wir angefangen? 19 Uhr. Es sind schon 4 Stunden, bald 5 Stunden. Und in der Zeit müsste eigentlich Banjo-Kazooie locker durchspielbar sein. Und deswegen habe ich mir das auch noch als ein Ziel gesetzt. Aber jetzt kommt irgendwie, ja. Das hat mich doch eher die Lust gepackt auf diesen Teil. Auf Castlevania.
So, jetzt hier mal irgendwie was zum Speichern. Oder... Also scheiße. Wo bin ich denn hier? Meine Güte. Ich glaube, hier nach links sieht es eher nach Sackgasse aus. Dass hier was sein könnte. Was ich mir nur hole. Ach du meine Güte. Okay. Hups, hups, dam, badam, badam. Witzig. Wirklich witzig. So. Okay, und wo bin ich jetzt? Hier geht's ja immer noch weiter. Ha! Ah! Nein! Oh Gott, Stein! Geh da runter! Fall doch! Ist hier noch irgendwas? Ach, Valkyrie, Dennis, den habe ich doch schon. Ah! Mann, die machen mich zu Stein. Schnell raus hier. Oh. Okay. Schwarzer Anzug. Ist der wenigstens cool? Okay, die ist cool. Die Rüstung ist ja so cool, Mann. So. Eine coole Rüstung, ja. Schwarzer Anzug. Ein pechschwarzer Anzug, dunkel wie der Nachthimmel. Und der ist ein super Gegenstand, finde ich. So, okay. Gut, das hat sich ja schon mal fast gelohnt. Jetzt muss ich bloß noch eben wieder rauskommen. Und dann können wir nach rechts und dann komme ich da bestimmt wieder raus. Und dann kann man da speichern. Okay. Just do it. Ich muss hier raus. Mann! Ich will doch immer gar nicht das Hukudor machen. Ich will die Alte hier treffen. Oh Mann, oh Mann. So. So, wenn es ganz brenzlig wird, ne, ist natürlich Trank nehmen angesagt. So brenzlig wie jetzt zum Beispiel. So, immer den Kopf stoßen, ey. Oh Mann. So, ich muss hier raus. Das alles habe ich auf mich genommen. Für einen blöden Anzug. Aber wir wissen ja, Kleider machen Leute. Bam, 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 bam. Oh, oh, ah. Yes. Okay. Ach, verdammt. Jetzt habe ich gerade vergessen, dass das nicht zum Hintergrund gehört. Mann, ich geh runter. Oder Sack. Und du ab. So, oh, irgendwie trotzdem getroffen. Okay. Autsch. Autsch, Mann! Nein! Alter, was zur Hölle? Scheiße. Los, land hier doch drauf. So. Oh. Was denn für ein Schwert? Verdammt! Was bin ich jetzt hier an Ausrüstung? Was war denn jetzt für ein Schwert? Oh! Burtgang! Mystisches Schutzschwert. Schutzschwert. Okay. Macht stärker als höher, jetzt darf ich hier bloß nicht runterfallen. Halt mir einen perfekten Ort für ausgesucht. Mit Medusa-Köpfe, das darf nicht wahr sein, ey. Warte, was mache ich, wenn ich hier nicht mehr rauskomme? Muss ich jetzt alles normal machen? Ich habe jetzt so schön hier einfach gefunden, alles. Ich will hier raus. Oh Gott, ey. Na gut, ich muss es irgendwie machen. Ja, so viel dazu. Mann, die kann man doch nicht töten, die kommen einfach immer wieder. So. Nein! Mann! Es ist natürlich eben schön, dass die so eine olle Bewegung haben. Die sich natürlich nicht mit der Bewegung dieses Pendels hier deckt. Autsch, das darf nicht wahr sein. Kommt sie genau aus der Wand geschossen. So, okay. Ich will hier raus. Mann, hau ab, du blöde Harpie! Der will ich hier schmusen. Okay. Nochmal hochgehen und abspeichern. Ich glaube ja. Ha! Ich habe hier fast vergessen hier. Fast vergessen. Aber auch nur fast. So. Zack. Also ich komme hier gar nicht mehr raus. Schön. Ich komme hier nicht. Oh. Gute Nacht, Hyras 2000. Und Marie ist wieder da. Hallo. So, okay, Anna, jetzt mal aufgepasst. Also, ja. Vielleicht ist er hier irgendwie ein Beamer oder so. Nee, so ist ja so ein Scheiß. Level up! So. Ha, komische Puppen. Dass hier nichts ist, ey. Hier ist absolut nichts. Diese komischen einzelnen Räume der Türme. Na gut. Gehen wir einfach hier runter. Bitte schnell. Nicht versteinern lassen. Drache! So, nix da mit Drache-Wache. Yes! Oh Gott. Hups, hups.
Ich bin gleich da. Ich bin gleich wieder richtig draußen. Dann kann ich speichern. Und da muss ich wohl wieder da unten hin zum wegen dem Wasser. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, hier gibt es zwei Wege. Hier kann ich vielleicht... Hier ist ein Beamer. Sehr gut. Okay. Muss ich jetzt nicht unbedingt einsetzen, außer... Doch, warte mal, ich setze den mal ein. Energie und sowas alles wieder neu kaufen. Wow. So, und dann können wir weitergehen zurück, weil wir unter Wasser laufen können. Wie das gehen soll, weiß ich zwar nicht, aber... So. Na Mann, wieder da! Da hält man ja Trank. So. Also wieder voll gekauft, Nervennahrung. So, okay, hast du irgendwie neue Waffen jetzt auf jeden Fall hier? Du Ollasack, der. Was hat er denn da? Silberharnisch, Goldharnisch. Macht dafür immer so viel. Oh, der Seelenring lässt Geister häufiger erscheinen. Oh. 300.000 Gold! Ist klar. Ah, schön, dass du nach dem Purpur Cape. Okay, das hole ich mir mal. Kostet ja nur zu viel. So, na, wieder da. Ja, ich habe mich verdrückt. Du Eierkopf. Oh. So, und du heil mich mal nochmal ganz kurz. Da bist du ja wieder. Der Gaskette. Oh, das hat auch so einen Mann gequatscht. Sorry. Gaskette. So, Schal. Ich habe das Purpur Cape. Zack, ist viel cooler, Mann. So. Ich habe ein geiles Schwert. Okay, also jetzt wieder, ja, zurück zu dem Beamer. Einfach nur, weil ich die Räume da oben haben will. Und dann laufe ich den Weg wieder, obwohl dann wäre es, glaube ich, sogar klüger, wieder zurück zum Beamer zu gehen, hier wieder herzukommen und dann einfach den Weg dahin zu latschen, wo wir ja, unter Wasser langlaufen müssen. So machen wir das. So machen wir das. Aber erstmal will ich halt die Karte komplettieren. So, zack, zack, zack. So, bitte da einmal hin. Wow. So, warte mal, da war da noch irgendwas neben dem Beamer. Achso, da komme ich erstmal nicht hin. Na gut. Wie brutal das einfach aussieht, ey. Die ollen Tore da, wo man sich beamen kann. Zack, zack. So. Und wir sind wieder zurück. In dem Ort ohne Namen. So, hier bin ich ja auch nicht hingekommen. So, alles klar. Jetzt gibt's doch kein Zurück mehr. Ich muss jetzt doch laufen. Den ganzen Weg wieder zurück. Einfach geradeaus. Krieg ich hin. Autsch, außer der wirft mich jetzt einmal einen Knochen ab. Skelettseele. Ich slide hier einfach lang. Ich slide hier lang. Ich weiß nicht, ob das schneller ist, aber... Selbst wenn es nur vom Gefühl her schneller ist, ist das trotzdem cool. Lass mich mal kurz durch. Voll gekickt. Mit Auge voll. Was soll das denn? Oh, der Soldat, mit dem ist nicht zu spaßen. Zombie-Soldat. Stell's. Mats. Alter, 108. Mats. Yes, nochmal eine Zombie-Soldat-Seele. Oh Gott. Jetzt hab ich gerade mal ganz kurz in den Chat geguckt. Und gleich alles fail. So, was schreibt ihr denn? Ja, wie vor ich denn lange zu streamen? Ich weiß nicht. Es ist schon quasi 0 Uhr. Hat macht so einen Spaß. Wieso wollt ihr lieber, dass ich andermal weiter streame? Wo dann wieder alle mehr dabei sein können, mit mehr Zeit und so, mit mehr Muße. Müsst ihr sagen. Weil an sich, ich wollte ja, wie gesagt, nur den Tod besiegen. Als bin ich halt so neugierig. Oh Gott. Ah! Ich bin neugierig, yeah. Blaue Krähe! Greifen fliegenden Krähen an. Die hatten wir auch schon mal, oder? Bin gerade schon halt gestorben. So, nochmal schnell speichern. Ah. 80% Minimum. Na klar. Aber das ist echt. Echt ein super Spiel, da möchte man einfach nicht aufhören, da möchte man einfach weitermachen. So, jetzt will man die Viecher hier töten. So, die haben inzwischen gar keine Chance mehr. So, auch die Kleinen nicht. Die Todesanimation, ey. Flup, und blub, blub, blub. So, neues Gebiet. Neues Gebiet. Oh Gott.
Wir sind ganz schön tief unten im Schloss. Oh, ist ja geil, da kommen die Boote raus in den Bildschirm reingefahren. Von hinten. Okay, ja. Tschüss. Oh! Was hat er denn da? Nervennahrung. Hey, komm her! Hä? Wieso kann ich ihn nicht kriegen? Mich verarscht. Okay, ich hätte jetzt aber, glaube ich... Ich glaube, ich hätte das Boot gebraucht, um da hochzukommen. Was ist denn das hier für ein... Der führt ein enormer Raum. Der Teufel verarscht mich. Lass mich los. Mann, das wollte ich gar nicht machen. Das wollte ich gar nicht machen. Ach, manchmal die Steuerung, ne? So. Bootstour, yeah! So, wartet mal. Ho! Upsala. So, da oben war wieder ein dickes Schwert. So, hops. Nee, warte, das bringt nichts. Hops. Hops. Zack. Was? Melikanter-Schwert? Was ist das denn? Kann Feinde in Stein verwandeln. Okay. Aber ziemlicher Schwäche-Boost gesunken, ne? So, da war jetzt noch eine Tür. Mann! Da war doch noch eine Tür. Vielleicht ist da gleich ein Beamer. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht, weil hier fehlt irgendwie einer. Hier könnte man ruhig... Achso, ja, stimmt. Ich habe ja schon neun. Alles klar, ja. Ja, ihr habt recht. Das war der Grund. Platsch. Ah! Alter, was zur Hölle? Okay, du scheiß Pferd. Ah, wo? Alter, was zur Hölle? Wo bin ich denn hier? Alter, ein Feuergolem. So, ich bin raus. Hätte ich jetzt hier hingehen muss oder nicht? Flupp. Kein Wasser. Hier geht's aber auch nicht lang. Okay. Alter, ein Meermann auf seiner Muschel. Den mach ich mal kurz. Alter, hält der viel aus. Der hat zwei so eine fetten Schwertschläge aushalten. Da ist viel Money. Gib mal her. Money will ich haben. 1000 Gold. Das ist mir heute. Ach, so mehr nicht. Doch, doch, da geht's noch weiter. Bitte nimm die Knarre! Wer hat da die Knarre hingelegt? Ah, da komme ich nicht ran. Oh, da muss ich von unten irgendwie hinkommen. Da liegt eine Knarre. Und er zuckt mir mein Ohr. So. Ah, kann sein, dass wenn wir heute den Stream dann nicht mehr bis. Also das Spiel nicht mehr durchspielen im Stream. Dass dann erst der nächste Stream kommt, weil ich auf jeden Fall meinen neuen Schreibtisch habe. Der kommt in 2 Tagen. Kommt mein neuer Schreibtisch und dann wird schön aufgebaut, dann habe ich viel mehr Platz, dann kann richtig gezockt werden. So, okay, ihr weiß also nur hier, bin jetzt also hier nur hier lang gegangen wegen Geld. Was ist denn bitte? So, tschüss Mann, lass mich in Ruhe, upsala, lass mich doch in Ruhe. Komische Teufelspferde. Bam, ba, da, dum, bam, 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 bam. Mann, ihr könnt mich auch in Ruhe lassen. Kommst du nicht ins Wasser, zack. So. So. Nicht vergessen, ich kann auch im Notfall über Wasser laufen. Oh, hallo. Down. Die waren doch nicht umsonst hier. Vor allem Fischkopf. Die sahen genauso aus wie die anderen Dinger. Okay, alles klar. Dann muss ich mal ganz kurz auf Wasser laufen aktivieren. An dein Jesus-Seele. So, ist ja geil. Okay. Okay. Ja, okay. Oh, hallo Schiff. Ja, welche Fischköpfe? Oh. So, was glotzt ihr denn so hier, Fischköpfe? So, kann ich wieder laufen? Wo bin ich denn hier? Okay, hier geht's jetzt, glaube ich... Hier muss ich jetzt bestimmt runter, unter Wasser. Okay, also Seele. Skula. Okay. Kann ich hier speichern? Nee, kann ich nicht. Vielleicht kann ich hier speichern. Mann, ey. So. 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 Stachel schon wieder als Seele. Oh Gott, ey, wo bin ich denn hier?